Ich bin wieder mal unterwegs von Schwarzenburg zur Schwarzwasserbrücke mit meinem besten Kollegen Roland Tommen. Es wird heute eine ganz, ganz schöne Wanderung. Ein bisschen viel rauf und runter, dafür mit sehr, sehr schönem Ausblick. Da wartet mein Kollege. So, hier haben wir einen Rundumblick um Schwarzenburg, die Kirche Walleren. Und hier die Kirchen Alpen, wobei sie sind wahrscheinlich zu weit weg, so dass man sie hier nicht sieht. Ein Blick auf Schwarzenburg. Hier Richtung Jura, da drüben sieht man jetzt schon den Chastral und da hier die Walerenkirche. Schönen Blick hier auf den Jura. Ganz toll, dann nochmal die Kirche. Nochmal ein Blick auf die Kirche. Und hier gegen den Jura. Jetzt haben wir den Abstieg begonnen Richtung Schwarzwassertal. Hier unten ist also das Schwarzwasser. Da sieht man gut, wie tief eingeschnitten dieser Bach fließt. Eine imposante Schlucht. Sind wir hier unten angelangt. Schwarzwasser, ja. Toll da unten. Vorne noch eine imposante Brücke. Wirklich imposant. Nur schade, dass man da nicht alles am Bach entlang gehen kann. Wir sind hier in einem kräftigen Aufstieg. Oberhalb von uns eine hohe Felswand. Montischer Weg. Ganz gut, merci. Ganz eine interessante Strecke hier hoch. Das Blick auf die Berneralpen, Schwarzwassergraben, wo wir jetzt gerade überquert haben. Und hier hinten, da irgendwo ist Schwarzenburg und hier drüben an diesem Hang entlang da hier sind wir gekommen.
Oh, endlich haben wir den Talboden erreicht. Geht da wirklich ganz steil runter. Hier, diesen Hügel sind wir runtergekommen. Endlich sind wir da an einem Bach angelangt. Auf dem steilen Abstieg. Jetzt sind wir am Schwarzwasser vorne wieder. Und hier wird es ganz eine interessante, sehr interessante Stelle. Sehr romantisch. Noch einen Blick zurück. Eine sehr interessante Stelle, wo sich die Schwarzwasser sehr tief eingegraben hat. Und da vorne nochmal die Schwarzwasserbrücke. Da befinden wir uns jetzt auf der Schwarzwasserbrücke und überqueren die jetzt Richtung Bahnhof. Geht da schon ziemlich tief runter. Das ist auch die ganze Länge. Und hier unten kommt sie dann in die Sahne rein. Und da ist sicher was Schreckliches passiert. Da vorne ist unser Ziel von heute, von der heutigen Wandertag. Ist da wirklich toll, bei diesem schönen Wetter diese Tour jetzt zu machen. Aber es ist oder war sehr, sehr streng.